was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Hirngreif! Warum muss ich denn sowas machen? Weißt du, die Leute so, oh, eure Ansage, die war doch viel behinderter. Tradition. Ihr habt doch voll dumm am Anfang gesprochen. Sag mal wieder, Hirngreif! Ja, genau. Bitte Tradition. Mach das, sonst ist Video langweilig, du ihr Schmutz. Du nicht traditionell genug. Du nicht traditionell, kein Wo traditionell ist Ehrenmann. Das Kreuz mit dem Mann dran, das ist Tradition. Ja. So, war mal, kann man das drehen? Nee, oh, doch ich jetzt. Ich wollte keine Gegenstände, ich wollte eigentlich Salzwasser haben. Und ich wollte hier eigentlich ein Segel hinputten. Er puttet einfach. Das machst du so, oder so. Was? Hast du gedacht, jetzt, wo ich der große Segelkönig von Segelistan bin. Haben wir gerade gut Wind? Das ist ein bisschen schneller, oder? Ja, gut, klar. Captain Gut Wind. Beim Segeln? Wir brauchen ja auch hier so eine Radarstation und Antennen und alles. Also hat alles verlernt, der Mann, ne? Beim also, Segeln, du bist so raus. Beim Segeln bläst es stark. Hast du schon ein Hai erlegt, Alter? Wann hast du das wieder gemacht? Ich komme hier rein, er hat alles voll. Ja, klar. Hier liegen auf einmal Betten. Naja, damit mal hier ein bisschen was steht. Du bist den Geheimnis verraten, im Kajak werde ich feucht, hat er gesagt. Ist halt so. Ich empfinde halt noch was. Bin ich so abgebrüht wie du? Ich empfinde noch was. Hier ist so eine Wildwasserfahrt, erregt mich halt noch. Du bist halt total so ein Abgebrüter, ich empfinde nichts mehr, Mensch. Achtung, hier, hi! Wo? Oh, da hinten, wo? Er steht immer noch rum. Aber guck mal, der hat sein großes Talent rumstehen. Hallo, Elk, heißt dein großes Talent, ist das Boot retten. Das Boot retten, dann reparier auch. Reparierst du auch? Klar. Guck mal, warum segelt denn hier so ein Ding durch? Weil ich das eine gerade schon eingesammelt habe. Mach mal hier den Sack leer. Ich kann keinen Sack leer machen. Mach mal Sacker leer. Mach mal Sackler. Kennst du einen Sackler? Der wohnt da zwei Häuser weiter. Ach, Netze können jetzt komplett volllaufen, sehe ich gerade. Okay. Der hat 16 geteilt durch 9 Fernseher. Der Sackler. Alter, was du alles einsammeln kannst. Was du kräftig in der Hose hast, wenn du hier mal durchrennst. Ja, dann müssen wir das mal reinrammeln hier und dann ab in die Kiste. Mr. Rammel, oder was? Oh, nö, ich bin noch nicht voll genug. Alles schön rein. Guck mal, hier wird auch schön was gebacken. Hier kannst du auch immer mal wieder ein bisschen Laterit aufs Ross legen. So, was hast du denn vor? Willst du heute schon die erste Schlafkammer bauen, oder wie? Also ich will heute eigentlich so eine kleine Radarkammer bauen. Ich habe heute vor... Oh, ich muss meine Ziegel noch trocknen. Was, die schon wieder? Ich sag's ja... Ja, du kannst doch Lehm holen bei jeder Insel. Muss hier kommt man online... Auf einmal hat der den ganzen Tag. Die habe ich aus Code gemacht, aus High-Code. Lecker aus High-Code. Wie hier Mark Watney, oder wie hieß der nochmal? Mark Watney? Ja, oder wie hieß der Marsianer-Kerl, der seine Code getrocknet hatte? Ja, Code trocknen ist eine Überlebenstechnik. Ist einfach so. Du musst, guck mal, du kannst nicht überleben, wenn du nicht ein bisschen ohne den Code trocknest. Ja, das ohne Trockencode geht hier nichts, geht da. Ja, nichts. Ja, nicht. Ja, nichts geht da. Der Code muss trocken sein. Wie sieht das denn? Bauen wir ein Gerichtsgebäude, falls jemand irgendwie gerichtet wird? Wieso brauchen wir das denn? Wer sollte gerichtet werden? Die abtrünnigen Lamas? Lamas zum Beispiel, ja. Guck mal, Lamas, weißt, die er, sich nicht streicheln lassen. Er macht direkt irgendwie, ja, siehst du, das meine ich, ja. Er ist krank. Der Mann hat Probleme. Und ihr unterstützt das mit euren Likes. Das ist euch schon bewusst. Ja, das ist Co-Abhängigkeit, nennt man das. Habe ich schon ganz früh im Leben gelernt. Wir brauchen... Jetzt erstmal. So, wir da zur Insel? Guck mal, da auf der Insel ist so ein Poller. Siehst du das? Sieht aus wie eine große. Ein Poller. Wie eine große Sonnenuhr. Kleiner Pullermann ist auf der Insel. Oh, eine Fundamentrüstung sieht ja ganz anders jetzt aus. Die turnt mich jetzt schon ein bisschen an. Jetzt fühle ich mich leicht erregt. Hä? Ich mache jetzt hier erstmal. Oh, ich brauche Nägel. Nägel. So, weißt, ich mache jetzt eigentlich hier erstmal, ja. Ein Anker. Das wäre auch gut. Kannst du mal einen bauen. Wo ist denn der? Dich hält ja niemand ab davon, oder? Haiköder, Äxte, Haken, Bauhammer. Oh, wir bauen ja auch noch eine Batterie. Stimmt. Ja, stimmt. Was wir jetzt brauchen, hä? Ich bräuchte noch einen Stein. Hast du noch einen Stein irgendwo? Ich habe Steine. Aber du kannst auch Fässer leeren. Meinst du, da ist ein Steinchen drin? Wir müssen mal hier so eine Tieftauchmission machen. Ja, deswegen fahren wir jetzt erstmal da zur Insel, würde ich sagen. Weil da müssen wir unten gucken, ob wir da irgendwie
Ein Stein wäre geil. Schatz finden. Gab es nicht sowas wie eine Rampe? Oder ist das, wann ist hier so eine Lücke dazwischen? Weil hier will ich dann, letzten Endes, werde ich da mein Ding bauen. Meine Reden halten. Meine Reden halten. Nee, da baue ich dann hier dieses Radar-Dings da, Dingens. Ne? Aber wie kam man da nochmal ran? Hat man das einfach so random gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie, einen Bauplan haben wir irgendwie doch für Antenne schon gefunden, oder nicht? Antenne hatten wir, ja. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo hat man das bauen können alles? Segel, Laterne. Irgendwie kann man hier gar nicht auf die Insel, ganz cool, kann man da gar nicht drauf, oder? Hier. Ah, da fehlt noch was. Und zwar brauchen wir eine Pringelsdose oder eine so. Eine Pringelsdose, ja. Wir müssen reinpringeln. Nee, wir brauchen eine Leiterpalette. Wie macht man nochmal eine Leiterpalette? Haben wir schon Leiterpaletten gelernt? Platten. Sand. Paletten. Ich sag immer Palette dazu, keine Ahnung warum. Kupferbarren. Wir bauen so ein Schmelzenix. Ja gut, ein Schmelzenix, aber hier jetzt, ich habe immer noch keinen Anker gebaut, weil mir ein Stein fehlt. Ja. Hast du einen Stein? Nö. Ja doch, komm her. Hier. Ich lenke jetzt entgegen. Zwei Steine sogar. Wurfanker herstellen. Wir bräuchten aber auch dann so ein Köderli, weil sonst wäre er vom Hai gesnackdudelt. Ach, der kann nix. Drehen. Anker mal raus. Einfach hier auch. Ist egal. Anker weg, das Ding schnell. Jetzt können wir eigentlich aber auch schon wieder pennen gehen, ne? Oh, der Hai frisst da hinten. Wo? No, der frisst was Wertvolles. Der frisst ein Netz. Nein, nicht ein Netz. Oh, er hat sich's genommen. Die Sau. Er hat sich's genommen. Oh, mein Spieß ist genau in dem Moment kaputt gegangen. Ah. Ich geh jetzt schlafen. Okay, komm, wir gehen schlafen. Oh, ich hab schon wieder diesen komischen Sprechkäse. Oh, ich nicht. Oh, ich verhunger. Ich auch. Was ist los? Hier, nimm dir ein großes Stück Hai. Ich hab noch Mangos. Zurzeit versuche ich ein bisschen abzunehmen. Derzeit bin ich so ein bisschen... Oh, nehm hier mal so ein Schlückchen Wasser noch rein. Sehr schön. So, ich bin auch wieder frisch in der Banunu. Sind die Ziegel schon getrocknet? Sind die gut durchgebacken, die Dinger? Nee. Die musst du im Bett. Musst du die eigentlich so hinlegen? So, warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe keine Weapon mehr. Alter, was war denn das eben gerade? Ich tauchte rein, das schallert voll. Das schallert voll in mein Gesicht. Das hat voll in mein Gesicht geschallert, du. Okay, wir brauchen Metall. Und Kupfer. Metall und Kupfer und einen Schlupfer. Und aber Sand und Lehm. Hol ganz viel Sand und Lehm. Dran riechen. Hol ganz viel Sand und Lehm. Ich werde erstmal hier die Welt erobern. Wir brauchen alles, Kreis. Mach mal. Kommst bitte du da hoch? Ich komme da nicht hoch. Trotz Glitchkante hier. Ich bin schon aber auf geändert. Der anderen Seite und ernte das Meer leer. Ernte das Meer leer. Und vergiss nicht, wir brauchen noch diese komischen Gummidinger. Seetang. Die Kiste! Oh. Du musst auf jeden Fall Tang mitnehmen. Hörst du mir überhaupt zu? Gemüsesuppe. Weil ich habe Gemüsesuppe-Rezept gefunden. Ja, aber wir brauchen keine Gemüsesuppe jetzt. Wir müssen forschen und kämpfen bis zum Ziel. Menschen brauchen Suppe. Ja, deine Mutter braucht Suppe. Ja, Lebenssuppe. So, gucken wir mal hier. Was gibt's denn da? Hier gibt's doch nichts. Ich hab schon ein bisschen Kupfer. Sand und Lehm. Ich hol Sand schon. Und Lehm, da wird es schon gehen. Ton heißt das. Okay, ich dachte immer, es würde Lehm heißen, aber ist ja im Endeffekt, ne? Ist doch dasselbe in grün. Nein, mein Onkel Yusuf ist an Ton gestorben, aber war bei den Sandleuten. Deswegen, es gibt bösartige Allianz. Sand gegen Ton. Ist Krieg. Ah, bin ich schon voll? Ja, oh, ich bin die ganze Zeit schon wieder voll. Schon. Was werfe ich denn weg? Ah, Steine. Samen. Wo ist denn hier Globbersand, Lehmtang? Kann man eine Kartoffel auch so essen? Esse ich halt die Kartoffel hier. Der Lehmtang-Clan. Lehm kann ich gar nicht mitnehmen, weil ich voll war. So. Aber ich habe hier schon Lehmklumpis. Oh, auch Muscheln. Muscheln musst du auch mitnehmen, ne? Ja, aber ich sehe keinen. Es geht halt direkt einfach so hier tief runter. Nein, hier ist voll viel, da wo ich bin, auf der Rückseite der Insel. Oh, der Hai, er will mich. Ich habe so viel Schrot. Hier bist du richtig verwöhnt. Ich habe Kupfer, Lehm, alles dabei. Bisschen Sand in der Pocket. In der Polly Pocket.
Können wir gleich weiterfahren hier. In meiner Polly Pocket Prison Pocket. In meiner Prison Pocket Tash. Ja, Seetang würde ich noch mitnehmen. Weil das Polly, brauchen wir um... Polly Rocket, aber die dreht andere Filme. Ich kenne nur Polly Cocket. Steine brauchen wir auch immer. So. Ja, Steine sind auch immer gut, ja. Ja, und Schrott ist auch immer gut. Schrott ist auch immer gut. Aber Schrott kriegst du eigentlich auch ganz gut durch die Fässer. So, also ich habe jetzt schon mal ein bisschen Sand, bisschen Ton, bisschen Kupfer, bisschen Eisen. Ja, wir sind eigentlich ganz wieder gut. Mit Eisen schmeißen. Wir sind eigentlich ganz gut jetzt dabei. Also ein bisschen was konnten wir da rausziehen aus der Ecke hier. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Insel. Da finden wir schon was. Weil jetzt können wir hier so eine Backstube machen, weißt du? Oh. Kinder lieben Backstuben. Kinder lieben Backstuben. Ja. Wusste man schon, als in der Weihnachtsbäckerei damals eine große Kleckerei gab. Der war immer der Erwachsenenbäckerei. Da wird auch immer sehr viel gekleckert. Oh, wo kommt denn der Zuckerguss her? Warum schmeckt denn der aber so salzig? Ah. Das ist oft Zuckerguss auf der Nase, ne? Gibt's jetzt auch Shetland-Ponys eigentlich in dem Spiel endlich? Ich plädiere jahrelang schon dafür. Kann ich hier irgendwas reinwerfen? Das hier oder so? Ne, es muss erst alles gebacken werden. So, mein einer Ziegel ist auch schon durch. Alter, wir brauchen hier mehr Planks, ne? Seh ich grad. Mr. Plankton Man. Mr. Plankton Ranken. Ey, Moment, was ist das? Hier vorne der Ball. Nein, der kauft die ganzen Netze weg. Das gibt es doch nicht. Mach ihn tot, die Sau. Wo ist er hin? Komm hoch. Trau dich. Au, oh, okay, scheiße. Okay, jagen wir ihn. Komm her, Bruce. Ich habe keine Angst vor dir. Er kann ja eigentlich nicht mehr viel haben. Ich steche ihn jetzt ab. Mach den fertig. Hol das Plastik aus seinem Hals. Ich hol das Plastik aus seinem Hals. Vergiss nicht, du brauchst aber auch Sauerstoff, ne? Ich habe reingestochen. Ich glaube, der hat Angst, ne? Der flieht. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Er ist geflohen. Ja, er weiß, dass sein Ende kommt. Er ist wirklich... Oh, er hat einen Undercover-Move von unten gemacht. Undercover-Shark. Beste Serie jetzt auf D-Max, oder wie? Er hat mich undercovert von unten. So, warte, sollen wir die Segel setzen? So, dankeschön. Endlich. Sag mal, wo ist... Hatte ich nicht vorhin ein Stück Haifleisch gegessen? Ist das sofort komplett alle dann, oder was? Ja klar, ist es alle oder was, wie, oder wie? Wie ineffizient ist denn Haifleisch? Das ist nur noch ein Snack, oder was? Schmelze. Hier. Ich dachte, mir fehlt wieder ein Ziegel. Oh nein. Wir brauchen mehr Ton. Hai hält echt nicht lange. So. Nee, alles hält nicht lange. Okay, ich denke, wir können den Anker los. Ja, zieh mal einen Anker. Angerkraut. So, wir brauchen unbedingt so eine Schmelze. Dafür brauche ich noch einen Ziegel. Und dann machen wir den Big Step in Richtung Könige der Meere. Und du kannst hier mal schon Ding bauen. Zwei weitere Netze, weil der hat uns hier vorne die Netze zernetzt. Stimmt, Netze, das war der Plan. Oh, Sammelnetz. So. So, der Ziegel muss nur noch gebacken werden und dann geht's aber richtig, du. Dann kannst du aber sagen, ey Junge. Der Mann im Boot ist heute richtig nass geworden. Der Mann im Boot war heute richtig feucht vom Wetter. Wir müssen halt Gummischmelze und so ein Kram. Ja, eben. Wir brauchen die nächste Stufe der Evolution. Aber dafür muss dieser Klumpen Kot trocknen. Alter, aber wenn man mal so ein paar Netze hat, wie schnell sich so Plastik und so wieder sammelt dann, Plastikkönnte. Ey, können wir eigentlich gar keinen Bolzen machen hier, Classic? Wie geht Nein. Bolzen, Junge? Ja. Findet man die oder was? Das ist eine dicke Schraube. Du kannst sie auch finden, du kannst sie finden. So dicke Bolzen hinten rein findest du schon, wenn du guckst. In diversen Gassen. In diversen Bolzengassen. In der Bolzengassen, kennst du nicht? In der Bolzengassen, nee, da war ich noch nie. Da findest du sowas. Da bin ich noch nie gewesen. Da findest du so einen dicken, schönen, geschwollenen Bolzen. Hinten in der Bolzengasse. Dort hat mein Großvater schon seine Jugend gelebt.
Ja, man muss aber auch ständig essen in dem Spiel, ist ja grausam. Das war aber schon immer so. Wann hört das endlich auf mit diesem Essen? Wann schafft der Mensch endlich diese Hürde? Tja, wir arbeiten dran. Ich ernähre mich fast nur noch von Schatten. Entschuldigung, verfolgen Sie mich? Nein, ich zehre Ihren Schatten. Ja, so mache ich das, ja. Es gibt Menschen, die haben aber auch echt einen leckeren. Meistens mache ich bei jungen Frauen nachts mache ich das, wenn dann wenig Licht auf sie fällt. Dann ist es so ein zarter Schatten. Andere würden sagen Stalk, aber das ist meine Religion, sage ich dann. Das ist meine Nahrung. Das ist meine Nahrung, ich bin Schattianer. Ich bin Schattler. Ich bin Schattler, ich und Michael Wendler, wir sind beide Schattler. Ich komme aus Schattland. Was? Aus den Mooren von Schattland. Aus den Mooren von Schattland. Da, aus, wo die aus den Mooren von Schattminister. Oh Mann, ey. Was? Ziegel, werde fertig. Ich laufe im Viereck. Segel, fertig? Wir segeln doch. Nee, Ziegel. Ach, Schwierig. Der trocknet halt nicht. Mein Ziegel ist feucht. Der ist so feucht. Vom Kajakfahren. Ich hab viel mehr Spritz abbekommen. Ich hab mir extra schön hier in die Sonne gelegt, aber er trocknet einfach nicht. Und wenn der nicht trocknet, kommen wir nicht weiter. Das hängt alles in dieser Folge von diesem kleinen Ziegel ab. Kacke, Bolzen hast du hier nirgends wohl, oder? Doch, das. Guck mal, da sind jetzt sogar Sachen drin, wenn du es uff machst. Oh, die ist richtig voll. Das ist ja cool. Wie, da sind sogar Sachen drin. Ja, ach, guck so. Ja. Guck mal, die hier ist ganz voll, das siehst du dann. Aha. Aha, okay. War gut, aber das ist ja eh schon was schick. Oh. Oh nein, schon wieder aufs Netz. Der hasst Netze. Ey, guck mal, der ist ja schon total zerkratzt. Ja. Ja, nimm sein Fleisch. Ich nehm sein Fleisch. Ja. Ja. Hast du auch reingefingert? Ja. Hast du Fleisch bekommen oder nur den alten Stinkeschädel? Ich hab den alten Stinkeschädel. Was machst du mit dem direkt bekommen an deinem Schritt? Hä? Drück mal, Der riecht aber merkwürdig. Ah. Ich bin Bürgermeister, steht auf meinem Zylinder. Ja! Bürgermeister! Bürgermeister und Heimann. Ich dachte, Bürgermeister und Heimann. Guck mal, hier, zack, ich bin wichtig. Ja! Lass dir rumknutschen. Was ist los? Bürgermeister, er befiehlt das. Major Man. Major Man befiehlt. Warte mal, ich will aber den jetzt hier nicht haben. Der stört mir die Sicht. Ich wollte irgendwas bauen und dann kam auf einmal, hast du mich wieder. Du willst irgendwas mit einem Bolzen anstellen. Aber so eine Sport-Taiko-Angel, ne? Ja, ja, so eine Tipico hier. Was? Eine Tipico? Was soll denn das für eine Angel sein? Keine Ahnung. Ich brauch doch nur diesen Ziegel. Warum dauert das so lange? Ich kann nichts machen auf diesem Drecksfloß ohne diesen Ziegel. Ich baue doch was Feines. Ja, was denn? Hier eine Hütte oder so. Nee. Eine Wand. Einfach schon mal eine Wand bauen. Die Hütte baue ich dann, wenn ich eine Zivilisation. Grenzen ziehen. Es gibt noch keine Grenzen. Dafür ist das Fluss doch viel zu klein. Und, macht Spaß? Ja, muss ja. Der Bürgermeister sagt, du sollst hier so einen großen Dicken. Du könntest ja auch mal angeln, weißt du? Oh, mein Ziegel ist fertig. Ach, jetzt auf einmal ist der Ziegel fertig. Ja, der ist fertig. Kann ich ja nichts dafür. Ich hab einmal drauf gepupst und schon. Trocken gefurzt. Er riecht komisch, aber ich kann einen Ofen bauen. Und ein bisschen Schrott. Schöner Buntbarsch hier. Der Bürgermeister will heute Abend gut speisen, deswegen, ne? Man möge sich drum kümmern. Ich halt meine Route rein. Er möge seine geschwollene Rute, bitte. Machen wir hier hin. Mal grillen, du. Aber wir haben nur einen kleinen Grill, ne? Guck mal jetzt. Und zack, habe ich dieses Ding. Mache ich direkt hier so ein Kupferschmelz. Bam. Wir brauchen eine Insel, weil wir brauchen mehr Sand und Ton. Ja. Da drüben ist eine Insel, siehst du? Hier, der Mann, der sieht alles. Der Mann, der macht alles. Ich hol Essen. Kreis liegt einfach wie eine Schildkröte im Rücken. Ja, genau. Und verbrennt langsam vor sich hin. Ich mach die Makrelen hier. Kannst du mal riechen wie auf dem Markt, du. Für sicher packe ich dir für 10 Euro. Ich geh pleite. Ich geh pleite, ich geb's dir trotzdem mit hier. Gucken Sie mal ran, hier die ganze Tüte voll. Ja, klar, und für den Lütten noch einen kleinen Lachs für zu Hause. Ich kann Kinder nicht mit Alkohol nicht bezahlen. Haben Sie Kinder? Ja, ich nicht mehr. Ich kann mir keine mehr leisten, wenn ich Ihnen die Tüte noch voller pack. Meine Frau hat mich verlassen hier.
Für einen Brotverkäufer von nebenan. Der packt die Tüten nicht so voll. Kommen Sie lieber zu mir. Ich sterbe lieber einsam, aber die Pacht krieg ich noch bezahlt. Ich könnte das machen. Oh Mann. Ich könnte das beruflich machen, sag ich dir. Ja, das könntest du. Ja, das könntest du. Das ist ein Minusgeschäft. Verhungert, pleite, verlassen. Ja, ja, aber Pacht. Aber die Tüten bezahlt. Sind voll und die Pacht ist bezahlt. Naja, du hast eigentlich eher so einen kleinen mobilen, weißt du? Ja. Wo du auch noch drin schlafen kannst. Foodtruck. Ja, so ein Foodtruck. Wie gerne hätte ich einen Foodtruck. Wäre voll geil. Mein Leben als Foodtrucker. Mein Leben als Foodtrucker. Ich lieg im Bett, ne? Ich bin normaler Mensch. Wie, warum liegst du nur im Bett? Ja, weil es ist dunkel. Ja, das heißt ja nicht, dass man immer im Bett liegen muss. Das heißt, dass man entspannen darf. Ja, aber wir könnten ja auch Fackeln bauen. Guck mal, hier drüben ist eine Insel. Bau mal ein Ankerli. Ich muss wichtige Dinge machen. Nämlich, ich mache jetzt das hier. Achtung, bam, Batterie. Da guckst du blöd. Da guckst du blöd, echt. Das stimmt schon irgendwie, ne? Hier in der Kiste habe ich was reingepackt. Ganz rechts hier an der Ofenkiste ist jetzt, habe ich... Jetzt müssen wir, glaube ich, Gummi als nächstes Mal machen. Oh, hier kommt eine Mini-Insel. Ja, darauf steuern wir auch schon die ganze Zeit hin. Ich dachte, du hättest eine echte Insel gefunden. Nee, eine echte Insel. Ja, aber Anker haben wir nicht mehr, ne? Ja, dann bau doch mal einen. Ja, aber wo ist denn der? Oh, da unten sehe ich Dickton. Find mich hier nie zurecht. Teile herstellen. So, Anker haben wir da. Da unten sehe ich richtig Dickton hängen. Oh, jetzt drehen wir uns. Ja, mache ich das raus und... Ja, warum kann ich das Segel nicht einziehen? Soll ich einen Anker werfen? Ja, ja, klar. Hättest du schon gestern werfen dürfen. So, Jung. Ja, jetzt sammeln wir hier Sand und Schmutz. Auch Steine, alles mitnehmen. Alles, was in deine kleinen Zirkusfinger kriegen kannst. Ich muss erstmal was trinken, bevor ich mich hier ins Wasser begebe. Ich brauche Essen, immer noch. Ich habe in die Kiste was gepackt hier, ganz viel. Es klingt so, als würde unser Floß irgendwie da oben zerbersten, ne? Ja. Mal ein bisschen Süßwasser rein. Wir brauchen halt unbedingt mehr von diesen Schmelzöfen. Ja gut, jetzt fahrt er erstmal einen Druck ab. Man muss ja erstmal auch mal anfangen mit dem Spiel. Schmelzmund. Guck mal hier, bam, 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 bam. Alter, er recherchiert hier, der Mann. Der Forscher. Nur, das brauche ich eigentlich hier zweimal... Okay, ich bin schon kurz davor, das Ding zu bauen. Folge 3. Alter, sah der Bogen jetzt anders aus? Der sah anders aus, oder? Der sah voll kompositmäßig aus. Welcher Bogen? Da stand gerade einfacher Bogen, aber da war... Au! Blöder Hai. Hast du Dreck gefunden? Ich wollte erstmal hier auf der Insel also schauen. Hier ist ein bisschen Tang. Warst du schon mal auf der Insel? Tang Mouth? Nee. Tang Man Mu? Meistens gibt es ja nochmal so eine Art zweite Ebene im Wasser, ne? Und wenn du die erreichst, gibt es immer auch noch eine dicke Kiste. Au. Echt? Ja. Boah, geil, hier ist richtig dick Eisen. Oder was soll das sein? Ist doch Eisen, oder? Ja, Metallerz. Alter, was er findet. Oh, ich habe hier was. Was ist das? Kupfer? Auf jeden Fall braun. Das Kupfer bringt mit. Was machen die Stück? Was macht der Mais da drin? Ist normal. Noch nie was von Kupfermais gehört? Kupfermais? Ja, klar. Futtermais kenne ich, aber Kupfermais? Ich habe ein bisschen Sand, ein bisschen Ton, aber Ziegel sind halt echt sehr mucho expenso. So, ich brauche noch einen Bolzen. Eigentlich müssten wir uns mal eine Axt bauen, damit wir auch hier Kokonut und sowas holen könnten, oder? Ja, ja, deswegen mache ich das ja gerade. So eine kleine Kokonut? Kleine Kokonut-Axt habe ich mir gebaut. Oh, geil, die Samen sehen jetzt ganz anders aus. Oh, mein Samen sieht anders aus. Mein Samen sieht ein wenig anders aus und die Konsistenz ist merkwürdig hier auf hoher See. Oh, geil, hier gibt's Ananas. Aber ist die Folge nicht auch schon irgendwie wieder rum? Wie, Ananas? Und dann willst du die Folge beenden? Erst die Leute wild machen? Oh mein Gott, jetzt haben sie die Ananas. In der nächsten Was Folge haben wir dann machen? Schon hier Ding. Haben wir schon eine Station. Aber ey, boah, hier kriegt man aber auch gut Planken von die Bäume, ne? Ich hab noch ein bisschen Ton gesnackt. Hier ist noch mal ein bisschen Ton. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine geile Axt. Das gefällt mir gut. Da ist noch ein Baumchen.
Wenn, dann zerstöre ich auch die komplette Natur hier von der Insel. Ja, wenn schon, dann zerstöre ich die ganze Insel und dann übergieße ich sie noch mit Weihbenzin und brenne sie nieder. Ja. Hätte sich besser verdient, diese blöde Insel, wenn sie ja einfach... Wenn sie mir halt im Weg steht. Eben. Sie hätte auch einfach weggehen können. Nein, hi, nein. Ach, immer die Netze. Ja, er hat sich das Netz gegönnt. Ey, das gibt's doch nicht. Das, so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Also, er ist ja, hat ja auch irgendwie ein Upgrade, ne? Das ist eine Sau. Ich hasse diesen Hai. Woher krieg ich den Nägel? Diesen Hai hasst jeder. Ja, herstellen. Ja, wir haben super viele. Ich habe unser ganzes Metall in Nägel verwandelt. So. Netz ist ausgetauscht. So. Na gut, ne? Eigentlich können wir losdüdeln. Aber dann machen wir es in der nächsten Folge. Oder wir fahren halt einfach los und die Leute sehen dann einfach, wenn Kies schon ein Schloss gebaut hat, heute Nacht wieder allein. Also, nee. Aber guck mal, ich komme voll gut voran. Also ich habe jetzt schon hier Batterien und alles erforscht. Alles rennen, Junge, alles rennen. Na gut, in der nächsten Folge haben wir dann hier oben Le Station. Le Station? Und diese Le Station, die werden wir verwenden, um dann neue spannende Sachen zu finden. Ja. Dann geht's los mit dem neuen DLC-Content, sag ich euch. Gut, gut. Dann werden wir dann nach Robo City gehen. Oh, Robo City? Und vergesst nicht, ich bin schon der Bürgermeister. Wieder. Ja, ja, Bürgermeister, blöd, Mann. Bürgermeister dein König. Dein Gesicht ist der Bürgermeister. Ja, dankeschön. Ja, deine Bis Generation zum nächsten Mal. Ist der Bürgermeister. Auf Wiedersehen und tschüss. Wiedersehen.